Ja, wir sind immer noch auf der IWA 2023, jetzt am Stand bei Hera. Und neben mir steht Thomas Nöth, der CEO von Hera. Hallo. Hallo. Und vor uns steht was ganz Besonderes. Und das sieht man in erster Linie auch schon an dem Magazin. Und vielleicht kannst du uns ein bisschen was zu den Gewehren erzählen. Jawohl. Da haben wir unser H6-Gewehr. Das erste Mal auf der Jagd und Hund in Dortmund vorgestellt worden. Jetzt hier präsentieren wir das so ein bisschen weltweit, so als Erstvorstellung. Wir haben hier ein Repetiergewehr, 18 Zoll Lauf, primär für die Jagd entwickelt, dass man hier dieses typische Small Game Hunting hat, hoch bis zum Reh zum Beispiel, Fuchs, Reh oder Schädlingsbekämpfung. Wie du schon sagst, ist so das herausstechende Feature das seitliche Magazin. Wir bieten das als, sag ich mal, Option zu den typisch bekannten Anschlagarten an. Es lässt dem Schützen, sage ich mal, die Möglichkeit, neue Anschlagarten auszuprobieren. Man hat weniger Störkontur, wenn man das Gewehr auflegen will. Und man hat im Liegendanschlag natürlich einen gewissen Vorteil, weil im Liegendanschlag ein Magazin nach unten schwer rauszunehmen ist. Bei dem Gewehr hat es auch noch einen technischen Hintergrund. Wir haben hier zum Beispiel einen Systemkasten, der ist so schmal, wenn man hier sieht, hier hat man schon den Block für den Verschlussfanghebel. Das wäre mit einem Magazin nach unten so nicht realisierbar gewesen. Deswegen haben wir uns dafür entschieden. Wir haben 18 Zoll Lauf, wie gesagt. Vergleichbar mit einem A15, wenn man es vergleichen würde, haben wir hier so eine Medium-Kontur. Das heißt, wir reden von einem MOA, vermutlich Sub-MOA bei dem Gewehr. Wir haben den Klappschaftadapter hier dabei. Und was vielleicht auch noch zu erwähnen ist, wir haben hier diese doppelte Sicherung. Einmal haben wir hier diese Schlagbolzensicherung und einmal haben wir die Abzugssicherung. Das ermöglicht jetzt zum Beispiel im Ansitz diese Sicherung zu lösen, die Abzugssicherung reinzumachen und dann vor Auslösen des Schusses hier vollkommen geräuschlos zu entsichern. Bitte schön. Dankeschön. Das Kaliber? Das Kaliber ist aktuell, was wir verkaufen, 223 Remington. Für den Sommer ist noch eine 300 Blackout-Version geplant. Da haben wir dann 12 Zoll auf. In Zusammenspiel mit einem Schalldämpfer zum Beispiel haben wir dann von der Gesamtlänge ein ähnliches System, haben aber mit einer Subsonic-Munition dann doch ein sehr leises Paket auch, das wir anbieten können. Und wie gesagt, wir gehen davon aus, in 4 Monaten circa haben wir da die ersten Systeme auch in 300 Blackout verfügbar. Ich sehe hier verschiedene Farben. Die drei sind verfügbar. Genau, wir haben hier das typische Schwarz, Sand und Grün. Ich denke mal, dass sich in Europa dann doch eher das Schwarz und das Sand durchsetzen wird. Schwarz und Grün, Entschuldigung. Aber das sind so die Farben, die man ja aus dem typischen Zubehörbereich im A15 auch kennt. Wird im Polymer angeboten. Und vielleicht auch noch zu erwähnen, alle Handschütze, die wir von unserem A15-System kennen, also auch diese lederumwickelten Handschütze, die gerne für die Griffigkeit genommen werden auf der Jagd, die sind auch hier vollkommen kompatibel. Das heißt, jeder Handschutz, den wir im Programm haben, ist auch auf diesem System verwendbar. Okay, und Verfügbarkeit ab sofort? Verfügbarkeit tatsächlich ab sofort. Die ersten Systeme gehen nächste Woche in den Versand. Händler haben vorbestellt. Ich denke mal, dass das in den nächsten 14 Tagen bis 3 Wochen ganz normal im Handel verfügbar sein wird. Bei den ersten Serien wird es natürlich zu einem gewissen Lieferverzögerungen kommen. Die Nachfrage ist relativ hoch. Gerade im Ausland haben wir doch eigentlich eine große Bestellung. Man sollte nach dem Abverkauf des ersten Batches, das bei den Händlern ist, mit einer Lieferzeit von, denke ich mal, um die 2 bis 3 Monate rechnen. Okay, alles klar. Vielen Dank für die Erklärung. Kein Problem. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.